Wie richte ich als Neukunde das TAN2Go-Verfahren ein? Auf dieses Thema möchten wir in diesem Video einmal exemplarisch eingehen und euch bei der Thematik weiterhelfen. Solltet ihr noch Fragen haben oder Probleme, lasst uns auf jeden Fall einen Kommentar da. Wir versuchen das Ganze dann gemeinsam mit der Community zu lösen. Lasst uns gerne auch ein kostenloses Abo da und unterstützt uns bei unserer Arbeit. Und los geht's auch schon mit der Thematik. Herzlich willkommen bei Geldbote. Hier lernst du, wie du Geld verdienen kannst. Unser Ratgeberkanal soll dir dabei helfen, das für dich passende Konzept zu finden, womit du in Zukunft dein Geld verdienen kannst. Wichtig ist es zu berücksichtigen, dass ihr auf jeden Fall die beiden Briefe zur Verfügung haben müsst mit den Zugangsdaten zum Banking und den Registrierungsdaten für das TAN2Go-Verfahren. Anders könnt ihr bei der Thematik leider nicht weiterkommen. Wenn die beiden Briefe allerdings vorhanden sind, dann einfach die kostenlose DKB TAN2Go-App auf dem Smartphone oder Tablet installieren. Die App befindet sich im App Store oder eben bei Google Play, je nachdem welches Handy ihr habt. Solltet ihr ein iPhone haben, müsst ihr das Ganze im App Store machen und bei Google Pay eben, wenn es um Android-Geräte geht. Anschließend die App öffnen und ein selbstgewähltes 8-stelliges Passwort vergeben. Nun die Registrierungsdaten scannen aus dem Brief mit der App. Anschließend wird der Freischaltcode eben als TAN angezeigt. Im Online-Banking dann anmelden und den Freischaltcode eingeben. Mit dem Smartphone oder Tablet ist dann das TAN2Go-Verfahren freigeschaltet. Also das Ganze geht relativ einfach und schnell. Wenn man das auf einem Zweitgerät einrichten möchte, dann ist das ebenfalls möglich. Und solltet ihr ein Passwort bzw. euer Passwort vergessen haben, dann könnt ihr dieses auch ganz einfach mit der App bzw. auf der Seite nochmal wiederherstellen lassen. Das wird euch dann nochmal neu zugeschickt. Entsprechend ist das Ganze sehr, sehr einfach durchführbar. Und als kleiner Hinweis noch, wenn der QR-Code nicht gelesen werden kann, kann der Registrierungscode auch einfach manuell in der App eingegeben werden. Der steht dann eben direkt mit dabei. Das ist sehr praktisch. Hierfür einfach unter dem Scanfenster den Button Daten manuell eingeben auswählen und dann kann das Ganze auch manuell eingegeben werden. Das ist eben sehr praktisch, da der QR-Code in manchen Fällen doch Probleme macht oder auch eben dann, wenn die Kamera nicht ganz so gut funktioniert, wie man sich das vorstellt. Das war es im Prinzip auch schon. Ihr habt mit diesen kleinen Schritten dann das TAN2Go-Verfahren eingerichtet. Wir haben zu diesem Thema oder zu ähnlichen Themen auch andere Videos in unserem Kanal. Schaut euch doch gerne mal um. Lasst uns einen Daumen nach oben da. Lasst uns ein kostenloses Abo da. Und bis zum nächsten Mal bei Geldbote.